900 channels, but there's nothing to see. No wonder everybody thinks they should be on TV. Oh, we don't wanna be famous, be a face on the screen, or read our name in the papers. Everybody wants to be on TV. Everybody wants to be on TV. Forget Audrey Hepburn, forget Betty Davis. I wanna be known just for being famous. I can't act, I can't dance, I can't sing, can you see? But I'm young and I'm pretty. Hi, also bin jetzt schon 2 Wochen in der Schule und ja, verstehe mich mit einigen Leuten auch ganz gut. Manche sind ein bisschen anstrengend. Da ist zum Beispiel eine im Bus, die ungelogen, die sieht mich, keine Ahnung, 10 Mal am Tag oder so. Und jedes Mal, wenn sie mich sieht, oh Laura, I love you, just give me a hug. Und dann kommt sie immer an und will mich umarmen. Und ich immer gucke immer auf die Uhr. Und dann hat immer nur 5 Minuten Pause zwischen den Stunden. Und denke immer so, Alter, wenn ich dich halt noch einmal umarmen muss. Das ist echt krass, die kommt andauernd an und will mich umarmen. Das ist so anstrengend. Aber ansonsten sind eigentlich alle ganz nett zu mir. Ist schönes Wetter, wird irgendwie gerade ein bisschen kälter. Was ein bisschen nervt, sind die Klassenräume, weil die richtig unterkühlt sind. Die sind irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, da sind so maximal 18 Grad drin, kommt man so raus, auf einmal so über die Welle, sind erstmal 35, 39 Grad draußen. Früh krüppel ich mal über ab, weil es einfach zu kalt ist. Ich muss da richtig lange Hose, Jacke und so anziehen. Dann sind so gegen 12, kriege ich mal über die Schweißausbrüche, weil es einfach zu warm ist. Ja, aber ansonsten ist das Wetter echt gut und Leute sind nett. Die ganzen Footballspieler, die laufen immer nach ihrem Training verschwitzt und ohne T-Shirt über den ganzen Campus. Stört mich jetzt nicht so doll. Ja. Ja, manche haben sich ja beschwert, dass ich ihnen Zimmer nicht gezeigt habe. Mache ich jetzt aber auch nicht, weil es irgendwie gerade ein bisschen zu unaufgeräumt ist. Hole ich aber noch nach. Ja, die Fächer in zum Beispiel Mathe finde ich eigentlich ein bisschen schwer, weil das irgendwie alles neu für mich und dann auch noch auf einer anderen Sprache und die Lehrerin steht so vorne, erzählt so irgendwas, blablabla, und fragt dann so, ja, wer hat das nicht verstanden? Ich heb so meine Hand und dann haben wir, keine Ahnung, so noch 5 oder 10 andere Leute hier reinkommen und die guckt so, hä, was denn daran nicht zu verstehen? Sprechen eine andere Sprache? Und ich denke mir so, ja, genau das ist es. Ja, aber die sind eigentlich ganz nett, auch die Lehrer bieten mir ihre Hilfe an und so. Und ich denke, wenn es mit der Sprache auch richtig hinhaut, dann sind die Fächer echt nicht schwer. Ja, gestern, ich muss so lachen, waren wir so, es war so ein Regeln für Junior, 11. Und da war wie so ein Kinosaal, nur dass, wo die Leinwand ist, halt die Frau stand und erzählt hat, ne? Hat sie so erzählt, ja, ich hätte es ab 18 in Kalifornien erst erlaubt und so. Und da war in der Schule verboten, generell verboten und so, und auf einmal steht so ein Typ auf, ja, er hat mal eine Frage, das ist doch nicht verboten. Doch, es ist verboten. Ja, aber es ist nur in der Schule verboten. Nee, es ist überall verboten. Hä? Das kann nicht sein. Ab 18 und blablabla, er rastet so über aus. Sie redet so weiter, ist längst bei der Kleiderordnung. Er steht so wieder auf. Ich hab mal eine Frage. Hatten Sie schon Sex, bevor Sie 18 war? Ich musste so lachen, ey. Steht der da so auf und den nennt sich so Jay. Auch ein Footballer und er hat so ein paar seine Gang da hinter sich. Und dann ist sie so, ja, die Frage ignoriere ich jetzt. Dann ist sie so weiter. Blablabla, er steht wieder auf und sagt so ganz ehrlich, nachher habe ich ihn nicht jetzt strafbar gemacht, weil ich hatte schon Sex, bevor ich 18 war. Ich gucke ihn nur so an. Ich habe so gelacht, ey, und alle im Hintergrund so, Jay, yeah! Und ich dachte mir so, ey, was geht denn hier ab? Aber auf jeden Fall war es ziemlich lustig. Und dann war noch so eine Geschichte, da ist meine Nachbarin, die wollte, die hat mal gedacht, jo, ich gehe mal auf eine fette Party, ich wäre ja also auf 21. Und hat sich dann nachts so, keine Ahnung, um 1 oder so rausgeschlichen. Und dann kam mir, keine Ahnung, ich hab schon geschlafen, war hier um 3 so über Terror. Ich guck
so ein Bettler. Da sind drei Polizisten, Polizeiwagen, haben sie erst mal wieder nach Hause gebracht. Sie hat so Ärger gekriegt. Das ist ein richtiger Teenie-Film hier. Und ja, ansonsten musste ich jetzt zum Arzt gehen, so ein Physical bekommen, damit ich Sport machen darf. Und sie wollte erst mal meine Augen testen. Ich dachte mir so, nein. Und dann steht sie da so und sagt, ja, bleib mal hier stehen. Keine Ahnung, ich war also 15, 20 Meter davon entfernt, wie soll ich das erkennen? Habe ich mit beiden Augen, habe ich das so alles erkannt. Und dann sollte ich mein rechtes Auge zumachen und auf dem quasi mein linkes Auge zumachen, auf dem rechten sehe ich überschlecht. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe wirklich nichts gesehen. Und sie guckt gerade nicht so hin. Ich mache beide Augen auf, sag alles schnell an und mache wieder zu, wo sie guckt. Ja, ich weiß, das werden wir nicht machen, aber ansonsten hätte ich hier erstmal schöne verlumpte Gläserbrille gekriegt. Vielleicht mache ich hier auch noch eine neue Brille, weil meine alte, die ist ja auch ein bisschen alt schon. Aber hat ja auch noch Zeit. Kann ja noch alles erkennen. Ja, und probiere ich jetzt Volleyball zu machen. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich auch Ski wieder. Muss ich mal morgen nachfragen, am Montag, wie das funktioniert und so, was man da machen kann. Und das wäre, glaube ich, ganz cool, weil die machen wirklich echt coole Sachen. Ja, ansonsten übe ich hier fleißig mehr Spagat. Ich vermisse euch ganz doll, alle, manche mehr, manche weniger, und bis bald. Ja, also ich sollte ja noch ein paar Grüße loswerden. Dann grüße ich zum einen den Fabian und natürlich den Flo, dein Part. Bisschen kurz gekommen, aber vorhanden. Und natürlich grüße ich auch meine Schwester, die bald Geburtstag hat, und meine Schwester, die braune Haare hat, und meine Mama und mein Papa und mein Jan und mein Tim und meine ganzen anderen tollen Freunde.